Ja? Wir fahren jetzt einkaufen. Kommst du mit? Ja, okay. Ja, guten Morgen aus Schlüsselfeld. Guten Tag. Wie gesagt, wir haben gut geschlafen, nachdem die Nacht gestern so doof war. Kann ich den Müll hier drauflegen? Ja. Wir müssen jetzt einkaufen, wollten was besichtigen. Was besichtigen wir? Das kleinste Bierbrauerei. Stell sie doch ab. Wasser haben wir brauchen. Müsste im Auto sein, Wasser. Genau, ja. Den Vormittag haben wir verbracht mit schlechter Laune heute, deswegen melden wir uns jetzt erst. Ja, aber viel brauchen wir auch nicht, ne? Die Tüte, wenn wir jetzt ein bisschen Obst brauchen, das kriegen wir da vor Livias Kindersitz. Livia, gibst du meinen Schlüssel? Soll ich die leere Gallone mitnehmen, falls wir die irgendwo auffüllen können? Gibst du meinen Schlüssel, Livia? Wo ist der? Kann sein, dass ich den hier habe. Ich habe ihn. Der ist in die Schlüssel. Soll ich die leere Gallone mitnehmen? Gut. Livia, steig mal ein. Wir fahren jetzt. Wir gehen einkaufen. Diese Kaffeesahne hier, die ist so lecker. Na, hau rein. Dann gehe ich eben, ne? Ach so. Ich nehme die Parkscheibe rein, damit ich das Kind nehmen kann. Ist eben hier in so eine Bank. Da ist die Raiffeisenbank. Die Laune ist immer noch super bei uns. Raiffeisenbank, da gehe ich jetzt meine neue Karte aktivieren. Hoffe ich, dass es klappt. Das haben wir gestern schon versucht. Da hat es nicht geklappt. Ich komme nicht raus. So. Kommst du mit? So. Hier. Wir haben jetzt, glaube ich, Mittagspause. Ja. Okay. Versuchen wir das mal. Macht aber auch nicht gerade einen vertrauenswürdigen Eindruck hier, der Geldautomat. Aber der ist jetzt gerade hier in der Nähe. So, die Karte kommt hier rein. Bitte warten. Okay. Jetzt müsste die aber aktiviert sein. Okay. Komisch, ne, dass man ein Konto dadurch aktivieren muss. Nie gehabt. Also ich musste hier einen PIN eingeben und dann schreibt mir die App, ich soll die im Geldautomat, egal welchen, einstecken und Kartenguthaben prüfen. Bis dahin funktionieren Zahlungen nicht. Habe ich gemacht, aber wenn ich die einchecke, kann ich nicht das Kartenguthaben prüfen, sondern ich kann nur Geld abheben. Ja. So, jetzt sind wir an der kleinsten Brauerei. Nicht Frankens, wo sind wir denn? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich bin verloren. Boah, das mit der schlechten Laune ist so ätzend, ne? Mann, ey. So, jetzt gehen wir hier rein. Wir besichtigen das jetzt. Wo sind wir hier? Franken in der Pfalz sind wir, ne? Genau. Das sieht ganz schön aus. Und der Papa nimmt euch mit im Vlog. Bernd hat ja jetzt auch einen YouTube-Kanal und vloggt da. Herr Bernd heißt er, für die, die das interessiert. Und ja. Da könnt ihr dann bei ihm vorbeischauen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt bessere Laune bekomme, wenn wir das hier besichtigen. Komm her, Livia. Hm? Jetzt mal den Smurfy rausgeholt. Das ist jetzt nämlich richtig schönes Wetter und warm. Ja, du bleibst mal schön hier, ne? Ja.
können wir die Jacke ausziehen. Bleib schön hier, hier fahren die Autos, Livia. Wir gehen zusammen. Ja, wir laufen zusammen. Du kannst auch deine Jacke ausziehen. Es ist warm. So, jetzt nochmal hallo von vorne. Ich habe heute Morgen schon mitgevloggt. Ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen werde. Hatten mega schlechte Laune. Boah. Wir haben uns richtig angezickt heute. Ich weiß nicht warum. Ist manchmal so. Der Wohnwagen ist da hinten. Wir gehen jetzt hier zum Pumptrack. Wir sind in Schlüsselfeld auf der Reise nach Österreich und dann nach Ungarn. Wir waren jetzt ja 2 Wochen in Deutschland in den Osterferien. Ja. Und jetzt ist langsam die Laune wieder besser. Ich habe mir jetzt erstmal ein großes Müsli gemacht, wenn ich Hunger habe. Dann habe ich sowieso schon mal grundsätzlich schlechtere Laune. Und wenn ich satt bin, dann geht es ein bisschen besser. Bernd ist jetzt mit dem Smurfy spazieren. Ich bin hier jetzt mit Livia. Wir laufen da zum Pumptrack, wo Calvino ist. Und da setzen wir uns hin. Essen erstmal in Ruhe. Wir waren einkaufen. Wir waren in der kleinsten Brauerei Frankens. Das seht ihr bei Bernd auf dem YouTube-Kanal. Herr Bernd heißt er da. Da hat er für euch gevloggt. Und ja, dann habe ich mich noch so geärgert. Ich habe so eine neue Kreditkarte und die muss ich aktivieren. Und da steht, ich kann die aktivieren, indem ich die in einen beliebigen Geldautomat reinstecke und den PIN eingebe. Das habe ich versucht, aber da steht dann immer nur am Geldautomat, egal welcher Geldautomat, wer mehrere ausprobiert, steht dann immer nur Geld abheben. Aber da ist ja noch kein Geld drauf und ich kann, also die ist noch nicht aktiviert, ich kann sie nicht benutzen, ich kann kein Geld abheben, ich kann aber auch nicht den Code, PIN-Code eingeben und somit geht das nicht. Jetzt habe ich den Kundensupport gefragt, warte auf Antwort. Boah, und sowas nervt mich immer, wenn etwas nicht funktioniert, ne? Das ist ätzend, ja. Dann kommt so eins zum anderen und so erklärt sich dann die schlechte Laune. Ich wollte es euch nur sagen, dass es sowas bei uns natürlich auch gibt. Streit und Anzicken ist bei uns auch ganz normal. Ich finde auch, wenn man nicht mehr streitet, keinen Streit hat in einer Beziehung, dann ist einem so ein Stück weit der Partner auch egal. Weil ich streite ja nur, wenn mir etwas wichtig ist, dass mein Partner das entweder meine Meinung versteht oder nachvollziehen kann oder übernimmt oder wie auch immer. Und wenn mir das alles egal ist, dann streite ich nicht mehr. Also Streit ist auch wichtig und normal. Genau. Ja, so, du pflückst Blümchen. Ich habe den Tag Gänseblümchen gepflückt und habe vergessen, wie man so einen Kranz bindet. Das hat meine Mama früher mit mir gemacht. Und gestern auf Facebook habe ich es wieder gesehen und die Technik, wie das richtig funktioniert. Und das wollte ich auf jeden Fall machen. Ja, Livia, lauf mal zum Calvino. Wir setzen uns dahin. Und essen unser Müsli, ne? Du auch. Unser gute Verdauungsmüsli. Hier sind ganz viele Gänseblümchen und Löwenzahn. Dann pflücken wir das gleich und machen einen Kranz. Jetzt weiß ich wieder, wie das geht. Ja, freue ich mich drauf. So, jetzt sitzen wir hier. Ja, soll ich deine Erdbeere halten? Ja. Hier sind die ganzen Berge, haben uns jetzt hier hingepflanzt, laufen die ganze Zeit hier rum. Wir haben gegessen, unser Müsli. Genau. Ein bisschen die Sonne genießen, die jetzt rauskommt. Es war so Wetter. Du setzt dich auf den... Bitte? Ob du Wasser dabei hast? Nee, aber im Wohnwagen haben wir Wasser, wenn du möchtest. Ja. Ich gehe dann. Soll ich dir den Schlüssel geben? Ja. Du hast eben den Scooter hier. Ja, ich bin ja eh hier. Warte. Ich suche eben den Schlüssel raus. Und den Helm auch. Lass alles hier. Ich bin ja hier. Also, obwohl ich das gesehen habe, wie das geht, war das gar nicht so leicht. Aber das ist jetzt der Haarreifen für Livia. Na, das mache ich dir jetzt in die Haare. Komm her. Oh, warte. Oh, schick, Livia, du bist so schick. Oh, super, jetzt für die Mama. Jetzt mache ich mir das. Oh, wir sind so schick. Super, du auch? Du kriegst das wieder, ne? Dein Haarreif. Oh, wow. Nee, du kriegst das nicht, Smurfy. Nein.
Bitte schön. Bitte schön. Na, lecker. Ich mache jetzt Essen. Kartoffeln einmal vorkochen. Es gibt Bratkartoffeln mit Ei. Mache ich jetzt einfach. So, wir haben jetzt ein bisschen gegessen. Jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Altstadt. Wir wollten ein Eis essen. Hier ist die alte Mühle. Das Rad ist leider nicht mehr da. Aber das ist so wunderschön. Die Altstadt hier ist wirklich schön. Schlüsselfeld heißt es hier. Ach, Smurfy. Ja, Bernd geht's nicht so gut. Der fing ja gestern schon an zu kränkeln. Jetzt hast du Kopfschmerzen, ne? Dein Auge tut weh. Alles. Alles. Livia, geht's gut? Sag mal der Mama dein Kleeblatt. Hast du ein Kleeblatt? Mit 4 oder mit 3? Okay. Ein Schmetterling ist da. Genau, wir haben gerade die Bienen beobachtet, wie die den Nektar hier aus dem Löwenzahn holen. Was hast du denn drauf? Ich habe Sanchetella und Haselnuss. Eigentlich. Film und Essen. Ich will erzählen, dass wir 1,20 Euro für eine Kugel bezahlt haben. Das war normal in Deutschland. Und 1,20 Euro für einmal Sahne. Ich habe keine Sahne genommen, weil ich zu geizig war. Weil für 89 Cent kriege ich einen ganzen Becher, eine ganze Tube Sprühsahne im Aldi. Weiß ich nicht, ob es noch 89 Cent kostet. Ja, die schmeckt schon geiler, das stimmt. Aber ich war einfach wirklich zu geizig. Ja, mit 60% Fett. 1,20 Euro für eine Kugel. 2,40 Mark. Als Kind in der Stadt. Du hast wie viel? 40 Pfennig? 40 Pfennig. Echt? Und dann wurde es auch 50, als sie mit Opa noch aufgeregt. Ich okay. Weiß noch. Unglaublich. 4 Groschen für ein Eis. Und du? Weiß ich nicht. Ich weiß, eine Mark oder so für eine Kugel, kann ich mich noch dran erinnern. Das war eine Ostsee immer. Was frisst er da? Den Eislöffel von Livia. Ja, so schön die Altstadt hier. Ja, kommst du auf den Arm? Lauf mal weiter, Livia. Was ist da? Vögel. Störche. Störche? Boah. Wow. Boah, wie schön. Du hast sie entdeckt, Livia. Die Störche da oben. Wow. Da die Fliegen. Die Störche. Boah. Toll, ne? Jetzt sehen wir die nicht mehr, aber da sieht schon wieder aus, als ob da gleich Regen kommt. Komm an der Hand. Wir laufen weiter. Ja. Kommst du auf den Arm? Oh. Ich hab dich. Ja, wir filmen. Guck dir das mal an hier, wie schön. Stadt Schlüsselfeld Rathaus, bitte? Ja, können wir auch. Supermarkt, ein kleiner Tante Emma Laden, habe ich letztes Mal entdeckt. Okay. Komm. Hörst du die Störche? Sind das Störche, dieses Tackern? Die sitzen da oben, die sitzen und klackern. Guckst du dir an, da oben, Livia, siehst du die auf dem Rathaus? Ist das nicht so, klackern die Störche vom Dach? Ne. Ich kenne das, was... Habe ich noch nie gehört. Nein, echt nicht. Ich kenne nur das, was du jetzt sagst, da klappern die Störche vom Dach, oder was hast du gesagt? Ja, weil in irgendeinem Gedicht oder Lied war. Ich kenne nur das Lied, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Das ist aber keine Mühle. Ich weiß, dass das keine Mühle ist. Boah, faszinierend. Ja, ich muss es heute Morgen angeschlossen haben, weil es ja leer war. Ja, habe ich gedacht, aber da ist es ja nicht im Auto. Wir suchen unseren mobilen Router, der heute Morgen leer war. Lass mich noch mal gucken. Der kann ja nicht wechseln, aber wir sind eingeloggt. Er ist jetzt noch hier. Und an. Ja, wir haben noch einen Trick da, bitte. So, eigentlich war der Plan... Guckst du nach Livia, Bernd? Ja. Eigentlich war der Plan, dass wir jetzt mit Calvino noch mal ein Eis essen gehen, weil Calvino hatte jetzt noch kein Eis. Und jetzt suchen wir das Internet.
kann nicht weg sein. Ja, es kann nicht weg sein, Livia, weil wir sind eingeloggt. Es ist vielleicht im Bett. Ich nehme jetzt das Bett auseinander. Ätzend, ätzend. Ja. Halb voll ist es, ne? Halb voll? Ja, das wird über Nacht ausgehen. Das geht halt nachts immer aus, ja, weil wir nachts laden. Alles. Ja. Da ist es im Bett. Hm? Mitnehmen? Ja, haben wir da. Ja. Genau. Und gesucht haben wir es, weil wir eine E-Mail senden wollten. Das ging nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Livia. So. Können wir jetzt? Los geht's. Was ein Tag. So. Ja, komm, Livia. Hey, hey, hey. Du kommst immer an die Hand, ne? Ja, das magst du. Weißt du schon, welche Sorten du nimmst, Kalle? Also wir konnten uns kaum entscheiden, was für ein Eis. Ich hätte alles nehmen können. Malaga. Malaga hätte ich Lust drauf gehabt, so mit Rum. Ich hatte Stracciatella und Haselnuss. Ich hätte Joghurt Bock gehabt. Nimm nicht Gupi, das schmeckt wie Seife. Ja. Wie Seife? Wie Seife. Wie Seife. Wir kommen raus da. Wer kommt in meine Arme? Tauschen. Hui. Hallo. Ja, gib mir meine Kamera. Gib her. Du bist so süß. Komm. Zurück zu Hause. Ja. Die Bernd fegt jetzt den Wohnwagen. Ach, Leute von heute. Soll ich deine Jacke auch aufhängen, Bernd? Deine auch, Livia? Du kannst auch deine Jacke schon ausziehen. Hier, hier ist warm. Mach mal den Reißverschluss auf. Zieh runter, ne? Ja, runterziehen. Soll ich dir helfen? Komm mal her. So, guck mal. Hier, da kannst du dran runterziehen. Zieh runter. Super, weiter, weiter. Noch weiterziehen. Zieh weiter. Bis er auseinander ist hier. Ja. Ah, super. Jetzt kannst du die so ausziehen, wie du das immer machst. Komm her. So. Ärmel raus. Hängst du die auch auf? An deinem Haken? Ja, hier, kannst du die da aufhängen. An deinem Garderobenhaken, da dranhängen. Klasse. Kommst du da dran? Da dranhängen. Aufhängen. Oh, warte, die Suche ist ein bisschen... 1-2 cm zu hoch. Ja, super. So, wenn man einmal die Woche auch hier drin fängt, dann ist jetzt echt kaum was weg drin. Ja, ja, wenn das Wetter auch so schön ist, wie es jetzt in den Osterferien war, ist es auch gut. Papa fegt gerade hier das Schuhfach. Das Murphy, du hast schon gefressen. Es tut mir leid. Genau. Ja. Geht's für uns ins Bett. Boah, ist das bitter. Das war deins. Das schmeckt ja voll eklig. Boah. Echt? So, das war ein ganz anstrengender und komischer Tag. Bernd hat auch gevloggt heute, aber ich glaube, der hat euch nicht erzählt von unserem dicke Luft-Thema heute Morgen. Der hat so getan, als ob nichts war. Mm-mm. Hast du erzählt oder nicht? Wollte dich nicht so schlecht machen. Ich hab dich nicht schlecht gemacht. Ich wollte dich nicht schlecht machen, deswegen habe ich nichts erzählt. Nein. Ich vergessen. Ja, wie geht's dir jetzt gesundheitlich? Kopf so schwer und platt.
Ja. Das Bier irgendwie schmeckt wie alkoholfreies Bier. Morgen reisen wir weiter. Der Stellplatz hier war ja, also wir kannten den ja schon, der war voll schön für Calvino vor allem. Jetzt haben wir doch keinen Spargel gegessen in Deutschland. Wir haben keinen Spargel in Deutschland gegessen. Morgen geht's für uns nach Österreich schon mal. Wir sind jetzt hier, ja, Schlüsselfeld, sind wir 3 Stunden ungefähr, ne, von der österreichischen Grenze 2,5 entfernt. Und wir halten dann in Österreich auch, also wir werden da noch Urlaub machen. Smurfy, was machst du da? Etty? Er leckt seine Pfote. Ich dachte, der isst Schokolade oder so. Man weiß nie beim Smurfy. Ja, genau, da werden wir noch schlafen. Wir haben noch was gebucht, aber das seht ihr dann, wenn wir da sind. Ich werde das Video jetzt beenden. Und ich hoffe, morgen sehen wir uns wirklich in alter Frische, dass wir morgen wieder die Alten sind. Heute war ein komischer Tag. Also, vielleicht lag es auch an dem Tag gestern. Gestern war auch schon ein komischer Tag wegen dem Unfall. Man weiß es nicht. Bis morgen in alter Frische. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.